Wert ist wieder am Start. Hilfe. Und wir haben unseren Starter bekommen. Ich habe dich ja für Memmi entschieden, für den Wasserstarter. Ich werde darum da mein Team auch unter aufbauen. Und ja, es geht weiter. Meine Reise, meine erneuten Reise mit Kala. Das war nicht das erste Mal. Ich habe ja kurz davor gesagt, Pokémon Schild Let's Play. Und jetzt machen wir das Ganze auch schwer. Wenn wir so beide die Zone haben, dann geht es weiter mit Let's Go Evoli. Okay. Ey, was war das für ein Geräusch? Hast du das auch gehört? Oh nein, das Tor ist offen. Das Volley-Spiel ist verschwunden. Ja, das hat stimmt. Das ist ja immer dagegen gerollt, ne? Oh, oh. Das hat vorher doch immer versucht. Bitte nicht, dass es da reingerollt ist. Das ist eigentlich super verboten. Als Enkel in der Profession noch klein war, als sie weit angeblich mal in ernsthaften Schwierigkeiten geraten. Also Großmutter musste dann nach Ordnung zusammen nicht drauf haben. Was machen wir jetzt? Ja, klar, das wird das Pokémon. Ich wusste, dass du sagen würdest. Klar, eigentlich ist der Zugriff verboten. Aber es wird ja wohl anders als Lufthansa. Hilf da eins, Augen zu und durch. Jetzt wird angekürzt. Achso, ich sollte eigentlich meine Mutter Bescheid sagen, aber scheinbar hat das jetzt gerade mehr Priorität. Okay, dann gehen wir mal in den Schlimmerwald. Da werden wir tatsächlich nicht das letzte Mal sein. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Hallo, Wally. Mist, wo ist es hin? Oh Mann, jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht mehr finden, haben wir ein Problem. Und zwar ein Raffel. Ich bin der Leider kann ich mich ein bisschen fangen. Aber nein, nein, nein. So, Raffel ist vom Typ normal. Aber das ist jetzt gerade eher uninteressant. Wir müssen da irgendwas retten. Okay. Jetzt ein Mikro. Okay, die 7 Pokémon natürlich, damit kann ich mir das nicht bekommen. Ja, bis wir tatsächlich zweite Team mit ihm bekommen, das dauert auch eine Weile dauern. Wenn ich Glück habe, kriege ich in meiner Zutzwolle ein Tage abgegriffen. Muss ich gucken. Dauert auf jeden Fall die Wissen noch. Also was wir jetzt noch so fangen und alles so mittrainieren, das wird alles nur irgendwann ausgetauscht. Das ist einfach erstmal nur Backup. Nein, ich habe mir Sorgen gewonnen. Was ist das? Hä? Was ist das? Okay.
passt jetzt irgendwas an. Was auch immer das ist. Klar, die Leute, die mit mir die erste Reise und ich begangen haben, wissen, was es ist. Aber die Leute, die, wie gesagt, die neu sind, das ist ja immer möglich, die wissen es halt eben nicht. Und deswegen. Oh, keine Wirkung. Okay. Möchte ich auch nicht so viel erzählen. Zu viel spoilern, so. Also, das ist richtig. Das macht den Ding nicht, dass ich den neuen nach dem Ding begriff. Das können wir schon gar nicht mehr sehen. Ich sehe überhaupt nichts. Bewusstlos. Und zwar beide. Oh, Kev. Thielen, wie hast du uns gefunden? Ich meine, verläuft sich ja sonst bei jeder Gelegenheit. Ey, das ist nicht witzig. Ich bin verrückt, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wolli? Es hat sich im Wald verlaufen und wir wollten ihn jetzt retten. So sind wir überhaupt hier. Ach Gott, wir sind in Sicherheit. Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal, wenn ich ganz eine Rettungsaktion war. Ihr wisst, dass ihr nicht in den Wald dürft. Einfach los, ich damit in die Schätze soll. Es war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Naja, Gott sei Dank ging alles nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war eine Panik. Aber ich glaube, dieses abgefahrene Pokémon hätte auch alles gespielt. Naja, alle gut, jetzt geht's. Was? Wir haben doch gefahren Pokémon. Das heißt, wir sind da liegen. Das ist eine unglaubliche Ausstrahlung. Das hat Tappen haben gar keine Wirkung. Zwar, ich würde alles durch das Licht gehen. Die Tappen sind durch das Licht gegangen? Ja, sind tatsächlich auch nicht. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das mal die Vision? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat euch den Wunsch, die Welt stärker zu machen. Und schafft ihr es dann eines Tages den Wald, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Dylan hat zwar eine kleine Stammhauke gehalten, aber es war mir das Amt absolut wert. Das war ein weiteres spannendes Kapitel. Gerne von uns. So, und bevor wir nach Festival gehen, solltest du aber jetzt wirklich mit deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du da so eine Erbe kommst. Ein Stammhauke pro Tag reicht dicke. Ja, das, was wir eigentlich gemacht haben, bevor wir da in den Wald gegangen sind. Ja, viele mitbekommen, ich bin nicht alleine, also dass Hintergrundgeräusche mal dabei sind, das ist klar. So, apropos nicht alleine, Mutti muss auch Bescheid wissen. Oh, das ist ja ein süßes Menü. Ihr wollt ja fest, wie ihr euch den Pokédex besorgen, nicht wahr? Vielen habt ihr schon davon erzählt. Und hier, ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kannst du davon den Pokémon sogar ein paar Tränke, was du noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Menü. Vergiss nicht, wie sehr ich dich für dich anstrengt. Ich frage mich zu viel ab. Und du, Mimi, das wäre wieder auf meinen Kämpfer, ja? Weißt du, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Gut, Mutti weiß Bescheid und wir können unsere Reise jetzt endlich mal ausruhen. Gott sei Dank. Das sind immer die Momente, wo ich dann denke mir, Alter, dieses Vorgefühl, wie geht man dann immer nach oben sagt. Aber es gehört dann immer dazu. Es gibt immer wieder neue Leute, die dann mit Pokémon noch nichts zu tun hatten und dann halt erstmal alles lernen müssen. Ja, für die nächste erste Generation dabei ist es halt immer langweilig. Aber gut, es gibt wieder zu jedem neuen Spieler dazu.
So, und Top steht hier. Okay, jetzt geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titelgeschäft. Ich werde wohl gerade ein bisschen mit meinem Hoppelchen. Wir treffen uns ja mal im Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach davon. Ja, und jetzt dürfen wir tatsächlich auch das erste Mal sogar sein. Wir müssen sogar ins hohe Gras. Okay. Warum dürfen wir tatsächlich anfangen? Ich hoffe, dass wir ein paar Pokébälle haben. Das erste Pokémon, was uns auftaucht, ist ein Volley. Ja, wir haben Pokébälle und zwar 5 Stück. Und Level 5 ist ein Volley, wieder nicht mit. Ich muss immer noch einmal ziehen nehmen. Aber ich werde dieses Volley natürlich fangen, das ist klar. Also wir wollen. Dieses Volley geht schon mal uns. Aber ich wollte mich vor allem, weil ich habe ein Feindchen mit, das dauert sehr lange. Oh, lala. Deswegen müssen wir ein paar Pokémon haben, damit wir überhaupt irgendwie kampffähig sind, nur mit dem Starter durchzulassen. Das ist auf Dauer zu riskant. So, Raffi ist das nächste Pokémon, das wir tatsächlich uns anhalten. So, da werden wir das schaffen. Das ist vor allem Level 5, ja, das ist nicht ohne. Vor allem trainieren wir auch nicht beide. So, Raffi wird auch uns. Wir warten ja auch alle Pokémon, weil ich will ja alles fangen. Was es diese Gruppe gibt, Misty, Wally, Raffi, Sensei, Micro. Wenn ich wirklich, wir müssen 4 Stück sein. Raffel bekommt kein Spitznamen. Wie gesagt, ich werde nicht mit Spitznamen arbeiten. Da ist Micro. Bitte, kann ich noch ein Pokémon dafür haben, bitte. Level 3. Aber das kann ich mit 5 Pokémon relativ viel ausdrücken. So, gefangen. So, mit Micro wird auch uns, aber wie gesagt, ist kein festes Mitglied. Was haben wir jetzt? Ah, nur ein Rad, das haben wir. Das haben wir natürlich besiegen, wir sollten dann trainieren. Wir brauchen dieses Level. Level 9 haben wir schon. Wie heißt sich jetzt aber auch wieder? Level 6 ist es, okay? Ja, genau. Heil ich mal komplett so. Einfach. Aber ich packe nur einmal. Das ist dann was Dinges. Und wir haben wieder falsch. 48, ja. So, Level 4 für Micro. Überheblichkeit. Kann ich die Möglichkeit nicht mal verheilen. Ein Trank oder so. Ja, dann neuer Trank, okay. Das nehmen wir mal mit, das ist im Winter so ein Tank. Ah ne, hier, der komische Fuchs. Hier fehlt es noch. Stimmt, das ist das 4 Pokémon, die auf der Leber. 4, 5 Pokémon, die ich da runter. Ja, nein, falsche Kacke. Dann. Das ist das gewesen. Oder ein Weg. Aquaknarre gehen. So.
aktive Grafik. Micro. Wir nehmen uns mal die Paraheiler hier mit. Wer weiß, wofür sie gut sind, und den Fuchs, den möchte ich hier wieder anfangen. Level 6 mit dem Eintrag für Kleptifuchs haben wir schon. So, müssen wir jetzt eigentlich sogar alles haben. Ne, davon. Ah. Okay, stopp doch mal hier auf. Ne, Raffel ist es. Soll ich auch auf den Block? Ja, aber das ist Raffel. Ich will jetzt nicht mehr diesen Pokémon fangen verbringen. Das habe ich schon so oft gemacht. Das müssen wir ja weitermachen. Ich glaube, wir haben sonst alles. So, komme ich hier hoch schon? Ja. Nein, ich komme nicht da hoch. Okay. Da vorne steht ein Typ mit seinem Volley vor dem Pokémon Center. Ich will gerne mein Team ein. Aber wir werden scheinbar dazu geleitet, zu die Linie zu gehen. Okay. Du hast hergefunden. Gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Pestway musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich habe es nicht mit der Orientierung. Ich wollte auch nicht. Wenn man Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, wa? Oder Glurak würde ich mit dir und niemals euch finden. Danke fürs Rumlo zu Partner. Aber genug gut. Komm, lass uns mal reingehen. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolika zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Ein Voldi. Ah, Dilien. Das ist für dich diesmal ja. Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder irgendein ehrlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Oh, hallo Voldi. Na, mein Kleiner. Danke, dass du mich immer sicher in mein Ziel bringst. Dieses Pokémon ist mit Voldi. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi hat mir schon so oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame, dort ist ein Trainer. Jemand kocht schneller als sie. Hallo? So stellst du mich vor? Gabst du unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrtschein für blöde Witze? Dabei musste ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Frag mich jedenfalls, ich kennst du denn? Sonia, die Assistentin der Professorin. Du willst dich immer wieder viel zu krass. Aber weiter im Kreis. Das ist Captain, frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben, werde woanders gebraucht. Dass sich ständig verläuft, wenn der Kopf noch immer den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Schwarz, Rotom. Hey, Rotom. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles. Wieso ist die Karte, die da wie funktioniert? So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können. Was hat Dili natürlich? Die freut sich immer. Aber jetzt einfach, wie gut kannst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Geht so, ja. Er ist über eine Hand. Dann bleibt mir nicht viel mehr zu tun, als den Pokédex auf deinem Smartphone zu installieren. Ich habe meinen Pokédex erhalten. Sehr cool. Ah ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Du könntest über ihr vorbeischauen und sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe. Sie soll sich gerade in dem Hauskatz in der Runde von Mutter 2 aufhalten.
Ja, und das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Weil hier ist schon wieder Feierabend. Wieder viel erlebt. Wir haben einen Schlummerwald, wir haben einen Voldy gerettet, wir haben einige Pokémon gefangen, wir haben einen Pokédex erhalten. Und. Was in der nächsten Folge passiert, mal schauen.